Leon Mascher muss 32.500 Euro zahlen, weil er einen Polizisten beleidigt hat. Ob das gerechtfertigt war und was der Schlingel sonst noch so alles angestellt hat, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr ein bisschen auf YouTube unterwegs seid, dann dürfte euch der Name Leon Mascher schon einmal untergekommen sein. Er heißt mit bürgerlichem Namen Rustem Ramage und hat im März 2017 in Augsburg ziemlichen Trouble veranstaltet. Trouble jedenfalls dann, wenn es nach Sicht der Polizei geht. Leon Mascher ist erschienen und immer wenn Leon Mascher erscheint, dann erscheinen auch noch viele Fans. Und hier war es tatsächlich so, dass hunderte Fans in Augsburg zusammenkamen, als plötzlich auch Leon Mascher da war. Die Polizei ist darüber nicht informiert worden. Ein Polizeisprecher sagt, sowas ist höchst unprofessionell und er vermutete sogar, dass das eine Masche von Leon Mascher ist, irgendwo aufzutauchen, um größtmögliches Chaos anzurichten. Der 24-jährige YouTuber hat ja über 2 Millionen Fans, insofern kein Wunder, dass er überall erkannt wird und dann viele Menschen zusammenkommen. Im konkreten Fall war es sogar noch so, dass er seine Fans ganz kurz vorher dazu aufgerufen hat. Er sagt, wo er auftaucht und dann kommen die dort zusammen. Die Versammlung ist dann aufgelöst worden und die Polizei hat Leon Mascher erst einmal festgenommen. Er hat dann die Polizisten nicht so ganz nett angesprochen. Erstmal hat er die immer geduzt, kommen wir gleich drauf, ob man Polizisten duzen darf. Dieter Bohlen darf das, das sage ich jetzt schon mal. Ob Leon Mascher das darf, klären wir gleich. Und er hat die sonst noch übelst beleidigt. Offenbar sollen so Worte wie Scheißpolizisten gefallen sein. Und Snapshot-Videos sind auch noch online gegangen davon, dass da diese Beleidigungen waren. Ja, er ist dazu verurteilt worden und wir wollen mal klären, ob da irgendwelche Fehler gemacht worden sind von ihm. Gucken wir erstmal, wie es mit diesem Fantreffen aussah. Wie sieht die rechtliche Lage aus bei so einem Fantreffen? Das ist erstmal eine Versammlung. Es gilt in Deutschland die Versammlungsfreiheit. Artikel 8 unseres Grundgesetzes sagt, dass man sich als Deutscher versammeln darf und das ist ein gutes Recht von uns Deutschen. So. Jetzt ist diese Versammlungsfreiheit allerdings nicht schrankenlos gewährt, denn immer dann, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht, kann man die Versammlung dann eventuell auch auflösen oder kann Maßnahmen treffen, damit eben diese Versammlung nicht eskaliert. Insbesondere sagt das Versammlungsgesetz in Bayern, das Ganze passiert hier in Augsburg, in § 13, dass Veranstaltungen unter freiem Himmel der Polizei anzuzeigen sind. Da reicht auch eine kurzfristige E-Mail oder ein Anruf bei der Polizei. Nur Spontanversammlungen, wo sich Menschen wegen eines aktuellen Ereignisses ganz plötzlich zusammentreffen, die fallen eben nicht unter diese Anzeigepflicht. Jetzt hat aber Leon Mascher gar keine Spontanversammlung durchgeführt, sondern der hat ja dazu eingeladen. Das war also eine geplante Veranstaltung, gerade nicht spontan. Menschen haben sich ganz spontan zusammengetan zu einer Demo, weil jetzt irgendwo gerade was los war, sondern er hat dazu aufgerufen. Also er hätte diese Versammlung anzeigen müssen, so regelt das Versammlungsgesetz in Bayern und das hat er nicht gemacht. Insofern waren die Sicherheitskräfte zunächst einmal berechtigt, ihn entsprechend festzunehmen, auf die Wache mitzunehmen, um hier keine weitere Gefahr für die öffentliche Sicherheit mehr bestehen zu lassen, weil einfach diese Veranstaltung, dieses Fantreffen völlig unkontrolliert ablief. So, dann kam es zu der Beleidigung, erstens das Du und diese Sache mit den Scheißpolizisten. Gucken wir uns erstmal an, ob man Beamten Du nennen darf. Das ist jetzt nicht nur irgendein Personalpronomen. Das Du drückt ja auch immer eine gewisse Vertrautheit aus. Und deswegen muss man immer ganz genau schauen, ist man mit der Person, mit dem Beamten vertraut oder nicht vertraut? Oder möchte man diese Autoritätsperson des Polizisten gerade in seiner persönlichen Ehre dran kriegen? Und da muss man eben schauen, was möchte man erreichen? Bei Leon Mascher hat das Gericht es hier wohl so gesehen, dass er den Polizisten damit beleidigen wollte. Es gibt allerdings kein generelles Duzverbot. Ja? Also bei Dieter Bohlen war es so, ist es zum Beispiel so, der ist auch mal angezeigt worden, weil er einen Polizisten geduzt hatte. Das Gericht in Hamburg hat ihn dann freigesprochen und hat gesagt, nee, der wollte den Polizisten nicht beleidigen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Dieter Bohlen jeden mit Du anspricht und man Dieter auch Dieter selbst nennen kann. Also für den ist das keine Beleidigung, wenn man jemanden mit Du anspricht. Ja?
Das ist bei Leo Mascher hier offenbar im Tonfall anders rübergekommen. Das mussten die Richter hier mitbewerten. Nur das Du reicht nicht aus, aber wenn man den Polizisten massiv duzt, selbst wenn der einem was anderes sagt, bitte siezen Sie mich, und man duzt ihn weiter, ist das ganz klar eine Beleidigung. Und wenn man dann noch hier dieses Scheiß-Polizist da zunimmt, dann natürlich erst recht. Ja, das Amtsgericht Augsburg hat ihn jetzt verurteilt zu 32.500 Euro Strafe. Er hat auch Einspruch dann dagegen eingelegt, ist aber zum Verhandlungstermin nicht gekommen. Und dann deswegen ist der Einspruch schon nach 10 Minuten verworfen worden. Und ich glaube, er hat Glück gehabt, dass er nicht gekommen ist. Warum? Weil der Richter dann schätzen musste, wie viel er verdient. Der Richter hat geschätzt, dass Leon Mascher 7.500 Euro im Monat verdient und hat ihn verurteilt zu 130 Tagessätzen. Also wie rechnet man das? Man nimmt die 7.500 Euro, teilt die durch 30 und multipliziert die dann mit 130. Ich habe es nicht nachgerechnet, es müsste dann aber auf 32.500 Euro kommen. Könnt ihr ja mal nachrechnen, ob der Richter sich hier verrechnet hat. Auf alle Fälle hat der Richter eben die 7.500 Euro angenommen. Jetzt haben wir hier allerdings ein paar große YouTuber auch in diesen Millionenbereichen. Und die sagen, 7.500 Euro im Ernst, da können wir vielleicht sogar noch eine Null ranhängen. Und deswegen hat Leo Mascher, glaube ich, ganz schön Glück gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich dann so viel verdient im Monat. Das wären dann 75.000 Euro im Monat. Aber Fakt ist, wenn wirklich rausgekommen wäre, was er wirklich verdient und was unter dem Strich übrig bleibt, dann hätte der hier nicht 32.000 Euro zahlen müssen, sondern 320.000 Euro. So ist nun mal unser Rechtssystem. Es ist in Tagessätze eingeteilt und dann hätte er da nochmal richtig ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Dann hätte es ihm vielleicht auch richtig wehgetan. Ob es ihm jetzt so wehgetan hat und er so da viel draus gelernt hat, weiß ich nicht. Er ist kurz vorher noch zum Arzt gegangen in Hamburg und hat gesagt, ah, lieber Richter, ich bin krank. Dann hat das Gericht angerufen beim Arzt in Hamburg und gesagt, hören Sie mal, wo bleibt der Kollege denn? Ja, sagt der Arzt, der hat und das, aber der Arzt hat dann auch gesagt, nee, der ist aber nicht verhandlungsunfähig, der könnte schon kommen. Der war bei mir, ja, aber könnte zur Verhandlung kommen, hat der Richter dann auch entsprechend so bestätigt. Manchmal hat der Mascher schon ganz schön Glück gehabt. Er hat mal einen Polizeisirenen-Prank durchgeführt. Er ist mit einem Privatwagen mit Blaulicht durch Hamburg gefahren, mit einem Megafon hat er Passanten angesprochen und hat Personenkontrollen durchgenommen, hat Leute genötigt, Liegestütze zu machen oder sich zu entkleiden. Damals ist das Verfahren aber eingestellt worden. Hat er nur Glück gehabt. Wenn sowas jetzt nochmal passiert und vor allen Dingen in Bayern, diesen Ehentacken härter da, glaube ich, geht das nicht so glimpflich aus. Es gab ja noch andere Leute wie Aporette, die sind verurteilt worden wegen des Bombenpranks. Wir hatten mal Julians Blog, der ist wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Man sieht also, das, was YouTuber sich da so rausnehmen, kommt nicht immer so gut an bei der Justiz. Hier hat Leon Mascher aus meiner Sicht sogar noch mal Glück gehabt. Es ging, soweit ich weiß, nicht nur um das Du, es ging nicht nur um den Scheißpolizisten, sondern um die gesamte Aktion, ohne Anmeldung hier darauf zu drängen, dass man möglichst viele Leute an einen Haufen bekommt, die Polizei in Unruhe bringt. All das ist in das Urteil des Richters mit eingeflossen. Und aus meinen Augen ist er noch relativ glimpflich davon gekommen. Ich bin gespannt, ob es ihm eine Lektion war. Ihr könnt das ja live auf YouTube auf seinem Kanal verfolgen. Wenn es da noch mal eins auf den Deckel gibt, könnt ihr es auch auf meinem Kanal verfolgen. Abonniert einfach den Kanal Kanzlei WBS. Wir sind hier morgen schon wieder auf Sendung mit neuesten Themen aus der Welt des Rechts. Und wenn das Recht auch YouTuber trifft, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.